Müssen wir vor diesen Mutationen aus Südafrika und Großbritannien im Augenblick große Sorge haben? Müssen wir Angst davor haben? Ja, wie Sie es eben schon gesagt haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass Coronaviren mutieren. Für das neue Coronavirus sind schon über 4000 Mutationen nachgewiesen worden. Was jetzt besonders ist, dass sich mehrere Mutationen zusammengetan haben und eine neue Variante gebildet haben, so wie wir das nennen. Man muss sie im Auge behalten. Wir können im Moment noch sehr schwer abschätzen, was es eigentlich bedeutet. Wir sehen ja zum Beispiel den Anstieg in England, auch in Irland. Da ist zum Teil ein wenig Skepsis auch angebracht, ob dieser Anstieg wirklich durch die neue Mutation zustande gekommen ist. In Irland geht man zum Beispiel eher davon aus, dass das durch die Weihnachtszeit passiert ist, also dass Menschen mehr zusammengekommen sind. In Dänemark gibt es die neue Variante bereits auch schon in einer höheren Zahl. Und da sehen wir zum Beispiel keinen Anstieg. Also, dass Viren sich verändern, Viren mutieren und auch Coronaviren mutieren, ist nicht so außergewöhnlich. Das passiert andauernd. Bei dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 wurden bislang über 4000 Mutationen beschrieben. Es gibt jetzt verschiedene Variantenbildungen. Das bedeutet, dass sie so viele Mutationen angesammelt haben, dass man eigentlich sagt, das ist eine andere Variante des Virus. Was meistens passiert, wir wissen es natürlich jetzt für das Coronavirus noch nicht, dass sie leichter übertragbar werden, dass sie auch länger im Körper bleiben, aber damit meistens weniger tödlich. Also was häufiger passiert ist, dass sie dann hoch in die Nase rutschen und dann lästigen Schnupfen machen, aber dadurch nicht so tödlich mehr sind, weil sie die Lunge nicht mehr so stark befallen. Andersrum wäre es, wenn es in die Lunge gehen würde, dann wäre es nicht mehr so leicht übertragbar. Wir wissen das für dieses Coronavirus noch nicht. Die Mutationen sehen so aus, als ob es leichter übertragbar wäre. Aber man kann nicht darauf schließen, dass es in irgendeiner Weise gefährlich ist.